Liebe Zwillinge, herzlich willkommen zur Tarot-Liebeslegung für den Monat Juni. Ihr könnt dieses Video schauen, natürlich einfach, wenn euch das Sternzeichen interessiert, weil ihr jemanden kennt, der Zwilling ist. Ihr könnt es aber auch schauen, wenn eure Sonne, euer Mond, euer Aszendent oder eure Venus im Sternzeichen Zwillinge ist. Und fangen wir doch einfach direkt an. Diese Legung ist für Singles und auch für Paare. Und von daher ist diese Legung für alle. So, dann schauen wir doch mal, was passiert in der Liebe? Worauf können sich Zwillinge in der Liebe einstellen für den Monat Juni? Monat Juni. Liebe Sternzeichen Zwillinge. Dann haben wir die 8 der Münzen, aber auf dem Kopf stehend. Das ist schon mal sehr gut, denn die Arbeit wird weniger. Mhm. So. Dann haben wir der Teufel. Ein Liebesding kann der auch nicht ganz so schlecht sein. Jetzt habe ich die Kraft, die lag aber wirklich jetzt so. Mal schauen. Oh, die ist auf dem Kopf, okay. Liebe, das Sternzeichen zu den Indie. Der Gehängte, die 6 Kelche wären fast rausgefallen, aber nicht ganz. Schauen wir mal weiter. Also es deutet ja alles eher darauf hin, dass da entweder ist etwas im Stillstand oder fühlt sich eher schwer an, wenn ich mir das so anschaue. Sternzeichen Zwillinge in der Liebe. Für den Monat Juni. So, dann haben wir den Page der Münzen. Mhm. Ja, irgendwie ist es etwas inklusiv, habe ich so den Eindruck. Also in sich zurückgezogen. Dann haben wir den Ritter der Schwerter. Okay, jetzt kommt hier Bewegung rein, Mitte des Monats. Der Brunnen, sehr schön, das ist nämlich wieder in den Fluss kommen, in die Bewegung, in die Aktion, da kommt wieder Leben ins Spiel. Und dann haben wir die 4 der Kelche, wie alles mit der Karte durcheinander gewürfelt hier. Das ist aber noch nicht ganz, ja, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, yay, totale Aktion. Da ist noch so ein Widerwillen irgendwie. Dann haben wir die 7 der Schwerter. Und noch eine letzte Karte bitte für die Zwillinge im Monat Juni. Ich habe ein bisschen Muskelkater. Ich habe gestern Sport gemacht. Und dann haben wir die 9 der Schwerter auf dem Kopf stehend. Okay, so ihr Lieben, also wenn ihr in einer Beziehung seid, dann ist hier etwas in den Stillstand geraten. Also das kommt mir sehr vor, dass eure Beziehung ein wenig, ja, sich, würde fast sagen, abgenutzt anfühlt. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Begriff komme. Aber eben, es fühlt sich alles sehr schwer und eingefahren an. Also gerade hier, also ne, mit den 8 der Münzen, kann man natürlich so sehen, dass, also je nachdem, wie die anderen Karten liegen, dass die Arbeit erleichtert wird. Aber da sie zusammen mit dem Teufel hier auftaucht, würde ich eher sagen, dass ja, dass hier einfach irgendwas in Stocken geraten ist. Ne? Also der Teufel kann
natürlich für Leidenschaft sprechen, aber vielleicht ist das genau eingeschlafen. Wir haben ja auch die Kraft auf dem Kopf stehend, weil die war, wie gesagt, wirklich ganz horizontal zu mir gelandet. Deswegen musste ich mal erfüllen und die ist aber auf dem Kopf stehend herausgekommen. Und daher fühlt sich das wirklich so an, als wäre etwas eingeschlafen. Vielleicht ist die Leidenschaft eingeschlafen. Und ihr fühlt euch hier einfach so wie der Gehängte, der sagt, ja, was soll ich jetzt tun? Ne? Also vielleicht ist die Beziehung schon in der Waagschale. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Und der Page der Münzen, was mich halt wirklich hier so reinzieht, ist, wie sie hier auf die Münze schaut. Ne? Das ist ja wirklich sehr abwägend. Also für mich ist das fast so, als würdest du überlegen, soll ich gehen, soll ich bleiben? Ne? Also ist diese Beziehung noch zu retten oder nicht? Ich habe tatsächlich hier so ein Gefühl von, ja, ne, es ist irgendwie langweilig eingeschlafen. Es ist jetzt nicht so, dass, also ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine toxische Beziehung ist oder ähnliches. Kann es sein mit dem Teufel, ne, dass da vielleicht toxische Elemente auch drin vorkommen, dass da vielleicht Gaslighting vorkommt oder dass dein Partner negativ, also zu dir herabredet oder ähnliches. Und du überlegst halt wirklich, ob du das beenden sollst. Übrigens, Singles, ihr könnt einfach ein bisschen vorspulen, weil ich komme danach natürlich zu den Singles. Ne? Dann haben wir aber Mitte des Monats den Ritter der Schwerter. Und da kommt halt Bewegung rein. Also ich vermute, dass du dann halt hier eine Entscheidung fällst, weil der Page der Münze ist halt wirklich, der kommt mir sehr grüblerisch vor, wie er hier sitzt, beziehungsweise sie, es ist ja in dem Deck sind die Pagen Mädels. Und dann haben wir den Ritter der Schwerter, der natürlich auch für Aktion steht, für wirklich auch Schnelligkeit. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das hier der Ritter der Münzen wäre, der halt wirklich behäbig vor sich hin trottet. Und ich glaube, du gehst hier in die Aktion. Also entweder sagst du, wir müssen hier was ändern. Du gemeinsam mit deinem Partner eine Lösung suchst, weil wir haben halt wirklich der Ritter der Schwerter und der Brunnen. Und der Brunnen ist halt, ne, Fluss und mit dem Lebensfluss gehen und sich nicht wehren, sondern tatsächlich in die Veränderung, in den Fluss gehen. Allerdings haben wir dann halt die Vier der Kelche. Und es kann halt sein, dass du versuchst, deinen Partner dazu zu bewegen, vielleicht mit dir eine Paartherapie zu machen oder einfach nur das Gespräch mit einem Mediator oder ähnliches zu suchen oder überhaupt zu sprechen. Vielleicht ist das schon eingeschlafen. Und die Vier der Kelche ist natürlich so eine, dann kommt halt die Vier der Kelche und die Vier der Kelche ist so, ich will von dem alles hier gar nicht wissen. Also das ist natürlich, hier wird ein Kelch angeboten, ne? Hier wird ein Angebot gemacht, aber diese Person möchte dieses Angebot nicht annehmen, sondern ist hier sehr verstockt, schaut auf die drei der Kelche, die vor ihm stehen. Und eventuell ist das dann dein Partner, der dann sagt, also ich fühle mich hier sehr wohl in dieser Beziehung. Wenn du was ändern willst, dann ist das nicht mein Problem. Und das kann halt dann letztendlich tatsächlich dazu führen, dass hier mit der 7 der Schwerter, dass und vor allen Dingen der 9 der Schwerter auf dem Kopf stehen. Das ist eigentlich sehr gut, weil natürlich die 7 der Schwerter ist so eine, so eine Betrugskarte kann sie sein, oder es kann halt, das kann auch positive Bedeutung haben, aber es kann halt tatsächlich sein, wenn wir die negative Bedeutung mit Betrug sehen, dass es hier zum Bruch kommt. Ne? Also, dass euer Partner sagt, ich habe da keine Lust drauf, und du dann letztendlich die Entscheidung fällst und sagst, okay, wenn du keine Lust darauf hast, die Beziehung zu ändern, dann sehe ich das einfach so als gescheitert. Ne? Aber das ist wieder positiv für dich, also weil die 9 der Schwerter auf dem Kopf stehend sind. Die 9 der Schwerter sind natürlich Angst, schlaflose Nächte. Vielleicht belastet dich das auch, diese Situation. Und du überwindest einfach diese schlaflosen Nächte. Also selbst wenn du dich trennen solltest,
ist das positiv, weil du zumindest, du fühlst dich erleichtert. Also wenn du dich trennst, wird es eine Erleichterung sein. Die zweite Variante wäre, dass ihr hier quasi mit dem blauen Auge davon kommt. Also dass du hier die Veränderung forderst weiterhin und dann hier einfach so eine, ich sag mal so eine, okay, dann, ich habe zwar keine Lust, aber dann lass uns da irgendwas davon besprechen. Weil die 7 der Schwerter kann auch sein, dass man mit etwas davon kommt. Ne? Und da wir halt wieder die 9 der Schwerter haben, ist das dann auch so, dass ihr mit dem blauen Auge davon kommt, gerade so eure Beziehung wieder kitten könnt. Und wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier zumindest erleichtert, dann kann man darauf ja wieder aufbauen. Aber tatsächlich könnte es hier auch zu einem Bruch kommen oder eben zu einem Kitten. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, wow, das ist jetzt hier schon super toll, die Beziehung wieder, sondern da müsst ihr weiter dran arbeiten. Aber eben am Ende steht die Erleichterung und das Überwinden von schlaflosen Nächten und das ist ja schon super positiv. Für die Singles unter euch würde ich einfach nochmal von vorne beginnen. Und zwar eben, wir haben hier eine ähnliche Situation natürlich, nur eben, es passiert einfach nichts. Ne? Anstatt dass die Beziehung eingeschlafen ist, im Moment seid ihr als Single irgendwie stagnierend. Ja, vielleicht sind halt ein paar Leute dabei, die Sex von euch wollen, aber ja, wenn ihr da keine Lust drauf habt und das sieht eher nicht so aus, dann ja, ist da irgendwie nicht so viel Option, habe ich so den Eindruck. Also vielleicht ist das im Moment einfach so, dass ihr sagt so, pff, also wenn ich den Richtigen nicht treffe, dann date ich auch nicht. Oder dass ihr sagt, ne, ich habe einfach keine Lust aufs Daten. Da kommt eh nur irgendwelche komischen Leute bei rum oder dass er halt wirklich einfach sagt, ich versuche zu daten, vielleicht mache ich Online-Dating oder was auch immer, versuche mich mit Leuten zu treffen, gehe aus und trotzdem, es ist im Moment einfach keine Option, ja, zu finden hier. Und ja, auch hier haben wir natürlich dann den Gehängten, also es ist einfach sehr, vielleicht überlegst du auch hier, ja, Mensch, was mache ich falsch? Ne? Was ist das? Was ist hier? Ja, was ist der Grund, dass ich hier einfach wirklich niemanden finde, der auch nur annähernd meinen Ansprüchen genügt? Und mit dem Ritter der Schwerter wirst du auch so Mitte des Monats wirst du dann in die Bewegung kommen. Vielleicht wird dir klar, dass du nicht an den richtigen Stellen geschaut hast. Also das würde ich aus dieser Kombination mit Ritter der Schwerter, der Brunnen und 4 der Kelche sehen. Und zwar ist der Ritter ja sehr, wie soll ich sagen, so tollkühn, der denkt nicht nach, der reitet sofort in den Krieg, ohne nachzudenken. Und also eben diese Aktion spiegelt sich auch in der Brunnen wieder. Das ist zwar nicht dieses Hirnlose, sage ich jetzt mal, es klingt jetzt ein bisschen gemein im Ritter, in Bezug auf den Ritter der Schwerter, aber das ist es ja, also ein bisschen. Ne? Und der Brunnen ist einfach so der Fluss des Lebens und sich treiben lassen. Ne? Also einfach sein Leben Gott oder dem Universum oder wem auch immer übertragen und einfach sagen, das wird schon alles richtig sein und nicht versuchen, da irgendwie zu kontrollieren und festzuhalten. Und eben mit der 4 der Kelche, diese Person schaut ja einfach in die falsche Richtung. Hier kommt ein Angebot, aber diese Person ist einfach so fixiert auf diese 3 Kelche, dass er hier nicht sehen kann, dass was angeboten wird. Und das wird dir vielleicht klar, dass du, egal was du versucht hast, einfach der falsche Platz war, wo du geschaut hast, ja. Also beispielsweise, wenn du immer die gleichen Restaurants und Lokale aufsuchst oder wenn du immer, ja, wenn du nur versuchst, über Online-Dating jemanden kennenzulernen oder wenn du nur, weiß ich nicht, beim Sport geguckt hast oder so. Und eben, dir wird klar, du müsstest dein Revier ändern, ja, dein Revier erweitern. Nicht mal ändern, ihr könnt ruhig in die gleichen Cafés gehen und so weiter, aber erweitern. Ne? Es gibt ja halt einfach mehr und das ist, da würde ich ja auch die 7 der Schwerter tatsächlich so ähnlich sehen, dass du hier wirklich alles mitnimmst, was geht.
Ne? Also bei dir ist es tatsächlich etwas fröhlicher zu deuten als bei dem Paar, dass ihr hier einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt alles mit, was geht. Ey, da hat doch ein neuer Laden aufgemacht in der Innenstadt. Da gehe ich jetzt mal hin. Oder eben, ich mache jetzt einen Kurs. Ich wollte immer schon mal malen lernen oder so. Und dann gehst du da hin und dann schaust du mal, ob da vielleicht jemand Nettes zum Kennenlernen ist. Oder eben, ach, ich habe mich noch nie fürs Online-Dating angemeldet. Dann meldest du dich da an. Also das ist halt wirklich alles mitnehmen, was geht. Du gehst hier in die Aktion und du musst deinen Horizont erweitern. Und ich denke tatsächlich, Ende des Monats ist ja eine super positive Karte mit den 9 der Schwerter, die auf den Kopf steht, dass da für dich tatsächlich so ein Aha-Moment ist. Und du sagst, boah, ja, das war echt blöd, ne? Dass ich da wirklich so sehr eingefahren war. Und jetzt, ja, jetzt lerne ich wieder Leute kennen oder du hast zumindest wieder Hoffnung. Vielleicht lernst du ja erstmal nette Leute kennen, die vielleicht nicht unbedingt direkt so richtig zum Daten sind, aber vielleicht einfach mal zum Treffen, zum Kaffee trinken, zum gemeinsamen Sport machen oder ins Kino gehen. Ne? Das ist ja auch schon mal super, weil wenn man neue Leute kennenlernt, hat man auch neue Freundschaften und durch neue Freunde kann man auch Partner kennenlernen. Das ist nämlich der Witz. Denn ganz viele lernen ja ihre Partner durch Freunde kennen. So, dann werde ich für euch, und das gilt jetzt wieder für beide, werde ich noch 3 Karten des Orakeldecks, mystische Momente, ich muss immer wieder nachschauen, warum, weiß ich nicht, noch 3 Karten mystische Momente ziehen. Für den Zwilling in der Liebe, Monat Juni. Und diese Karten, diese herzförmigen Karten, kommen ganz am Ende. Damit werde ich die Legung dann schließen und beenden. Dann haben wir einmal Neubeginn. Das klingt sehr gut. Ich denke, eben Neubeginn ist halt für Singles oder für Paare. Für Paare kann es halt sein, ne, dass die Beziehung endet, dass ja auch ein Neubeginn ist. Aber für Singles, ne, kann das halt wirklich sein, dass sich hier ein neues Datingfeld auftut und dann auch ja, neue Bekanntschaften. So. Da haben wir Elixier des Lebens. Hervorragend. Im Grunde das, was ich gesagt habe, besonders für Singles, das Elixier des Lebens. Also finde heraus, was du, oder tue das, was du gerne machen würdest, auch, ne, wenn du, ja, wenn du halt alleine bist, dann mach trotzdem das, was du möchtest, was du vielleicht mit dann machen würdest, wenn du einen Partner hättest, verstehst du? Aber auch, wenn du in dieser Partnerschaft bist, ne, das ist halt auch das Gleiche, finde heraus, ob das, wie das im Moment läuft, ob das Glück, also ob dich das glücklich macht, ne? Und wenn nicht, dann, ja, dann kann es sein, dass es hier bricht. Aber du wirst glücklicher sein allein als in dieser Partnerschaft dann, ja? Ich hoffe, ihr schaut bis zum Ende. Oh, jetzt haben wir 2. Das macht ja gar nichts. So, dann haben wir der passende Schlüssel und der Garten. Ja, das ist schon so ein bisschen, ich sag mal, ja, göttliches Timing oder Gottvertrauen, Urvertrauen, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Aber dass halt tatsächlich nichts ohne Grund passiert. Und dass eben beispielsweise, ne, der passende Schlüssel ist ja einfach, dass quasi, also hier sieht man ein Herz. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Ein Herz im Käfig. Und dann hat das Mädchen hier einen Schlüssel in der Hand. Und hier sind auch ganz viele Schlüssel. Und ne, das ist einfach das Zeichen hier. Also du bist verletzt worden vielleicht. Also die Karte ist das. Ne? Man hat sein Herz weggeschlossen, weil man vielleicht verletzt worden ist.
Und aber man, es gibt halt Menschen, die haben den richtigen Schlüssel, um ne, diesen Käfig aufzuschließen und das Herz. Und von daher ist da überhaupt keine Sorge zu haben. Also es hat alles einen Grund. Ne? Also selbst wenn ihr euch trennen solltet, hat das einen Grund. Wenn ihr euch wieder zusammenrauft, hat das einen Grund. Und wenn ihr halt jetzt beschließt, wir machen jetzt hier, wir nehmen alles mit im Datingpool, ne? Das hat auch einen Grund. Und der Garten ist natürlich sehr fruchtbar und es ist etwas Neues hier. Etwas Neues, was entsteht in Kombination mit diesem Schlüssel. Also das ist schon so, dass sich hier etwas Positives anbahnt, besonders Ende des Monats. Und wir werden wahrscheinlich im Juli dann sehen, was das denn ist, weil da kommt was Großes. Ich habe das im Gefühl. Und dann ziehen wir jetzt hier hoffentlich nur zwei. Die sind ein bisschen schwer zu mischen. Aber zwei Karten von diesen Liebesbotschaften. Die sind sehr süß, finde ich. Noch eine Botschaft, bitte. So. Nur noch eine. Und nicht fünf. Na, ich glaube, die wollte raus. Riskante Versuchung. Der Schein trügt. Ich hatte die eben auch. Ich lege mir vorher auch immer die Karten, damit das nicht interveniert. Oh, und dann habe ich die Liebesorakel noch rein. Ihr kriegt ihr noch eine. Ha! Also riskante Versuchung. Okay, ihr habt drei, die nehmen wir an. Dann haben wir, allein die Zeit wird es zeigen. Ne, das ist halt, wir werden sehen, wir können uns auf Juli freuen. Ich glaube, da wird was Tolles passieren. Ah, ihr habt ja auch Geburtstag eventuell im Juni. Das heißt, ne, vielleicht ist das auch ein kleines Geschenk, was ihr Ende des Monats bekommt. Dann haben wir zu guter Letzt Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Also ich denke tatsächlich, dass ihr das hier sehr, sehr gut machen werdet und das vielleicht im ersten Moment ein bisschen gruselig alles aussah, aber es sich auf jeden Fall zum Besten für euch wenden wird. Und im Juli, ich habe schon ein sehr gutes Gefühl, dass es im Juli sehr, sehr positiv und heiß für euch hergehen wird. Okay, liebe Zwillinge, ich danke euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, wenn ihr durchgehalten habt. Und ja, lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Legung. Bis dann, ciao!